Okay. Ist okay, warte. Da kommen dem anderen das Geburtstag. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen im heutigen Milka Mittwoch Video. Das heutige Video ist ein ganz besonderes Video, denn es ist ein Geburtstagsvideo. Milka hat Geburtstag. Schatz! Und wird 7 Jahre! Toffi, da musst du sie nicht direkt. Ja, super! Hey, ihr beiden, hört immer auf. Jetzt geht's gerade mal um Milka, Toffi. Schwierig, aber Milka ist heute die Hauptperson. Ja. Ne? Weil du Geburtstag hast, Schatz. So toll. Zum Geburtstag. Viel Glück, oh mein Schatz. 7 Jahre bist du heute schon alt, ich weiß. Oh, wir werden beide nicht jünger, Mäuschen. 7 Jahre ist sie bei mir. Vor 7 Jahren hat die Mama dich ausgesucht, beziehungsweise Milka war... Oh Schatz, komm mal, Toffi, geh mal zur Seite. Beziehungsweise Milka war die Letzte, die noch über war aus dem Wurf. Und das Schicksal hat es so gewollt, Kusch. Okay. Das Schicksal hat es so gewollt, dass wir zusammenfinden. Ich habe es keinen einzigen Tag bereut. Ich liebe dich über alles, mein kleines Mäuschen. So war das Intro eigentlich gar nicht geplant, die komplette Liebeserklärung an sie. Ja, wir werden heute zusammen ihren Geburtstag feiern. Es wird nicht so ablaufen wie die letzten Male, dass wir hier groß Geschenke auspacken, nein. Wir werden hier alle älter. Milka und ich sind froh, dass wir beide gesund sind und uns haben und die kleine Toffi uns auf Trab hält. Und aus diesem Grund habe ich den beiden einen Kuchen gebacken. Die Zutaten stehen dort drüben, das zeige ich euch gleich, falls ihr den nachmachen möchtet. Der ist wirklich super easy und super schnell nachzumachen. Er ist gesund, ja, und besteht aus eurem Futter mit ein paar Toppings, noch mit ein paar Leckerli-Toppings. Aber das muss ja sein. Genau, um zurück zum Thema zu kommen gerade, ich werde euch gleich erklären, wie ich den Kuchen mache. Und dann werden wir ein paar Partyspiele machen. Okay. Milka, Partyspiele. Wettessen? Wollen wir Wettessen? Ihr Süßen. Okay, also geplant, ich fasse mich jetzt kurz. Geplant sind ein paar tolle Hundegeburtstagsspiele. Und last but not least verrate ich euch noch, was Milka bekommt, was ich aber noch nicht habe. Ja, genau. Deswegen sagen wir viel Spaß beim heutigen Video. Und zwar benötigt ihr lediglich für die Basis des Kuchens Reis eurer Wahl und Nassfutter. Da habe ich jetzt hier einfach Toffis Nassfutter genommen, 2 Päckchen, weil sie natürlich auch was vom Kuchen haben soll, wie das so ist. Und sie das gut verträgt, das ist so ein ganz normales Nassfutter. Und genau, das ist die Basis des Kuchens. Den Reis habe ich gekocht und das Futter untergemischt und das Ganze dann in so eine ganz normale Form. Ich glaube, ist es eine Springform? Ich bin mir gerade unsicher, ob man das so nennt, gegeben. Wirklich fest vermengen, fest reindrücken und dann kann man das Ganze nämlich am Ende, dann ist das so in die Form gedrückt, kann man das am Ende einfach hier so abnehmen, wie so einen klassischen Kuchen. Ja, und dann hat man die Grundform. Weiter machen wir mit dem Topping. Einmal außenrum habe ich diese Vitaminpaste gegeben. Einmal so außenrum, oben auf den Kuchen drauf. Und das Weiße, danach haben mich sehr viele gefragt, das ist natürlich kein Puderzucker, das ist gefriergetrocknetes Huhn. Das sind eigentlich Stücken, die habe ich mit einem Mörser klein gehackt und dann wie Puderzucker über den Kuchen gestreut. Ganz wichtig noch, die 7 ist so entstanden, die habe ich ausgeschnitten, aus Papier draufgelegt, so ein bisschen reingequetscht, das Ganze drüber gestreut und am Ende abgezogen. Und voila, fertig ist der, na deiner nicht. Du bist noch nicht mal ein Jahr alt, kleine Madame. Dein Geburtstagskuchen, hey! Ja. Okay, Milka ist okay. Ist okay, Milka.
Starten wir mit dem ersten Spiel, was ich gerade auf der Terrasse aufgebaut habe, während Milka und Toffi hier drin sitzen, rausschauen und sabbern. Denn das erste Spiel ist Wettessen. Ich zeige es euch gerade mal draußen am besten. Ich habe hier hintereinander Leckerlis platziert. Hier ist, genau, hier ein etwas größerer Abstand. Hier ist die Mittellinie. Hier werde ich dann als Schiedsrichterin stehen. Das gleiche auch in die Richtung. Auf der einen Seite sitzt Milka, auf der anderen sitzt Toffi. Wer sich als erstes in die Mitte zu mir durchgefressen hat, da stehen sie schon, hat gewonnen. So, jetzt ist natürlich die Schwierigkeit, halt die beiden Kandidatinnen so zu platzieren. Toffi inspiziert schon mal die Route, dass ohne dass hier was gefressen wird, bevor es losgeht. Toffi, komm mal hier hin. Toffi, hier hin. Genau, na, komm hier hin. Ich musste den Teppich mal so ein bisschen umklappen. So, Platz. Gut, hier geht's gleich los. Bleib. Milka, komm mit. Toffi, bleib. Milka, komm mit. Komm, Schatz, bitte an den Leckerchen vorbei. Komm hier rüber. Toffi, bleib. Milka, hier hin. Super, mein Engel. Hier hin. Toffi, Milka, Quatsch, heißt du. Komm, hier hin. Und komm hier. Okay. Schatz, siehst du, dass da ist das erste Schmackito? Ja? Okay, da. Oh Gott, ich hoffe, die verstehen das. Okay. Oh, es klappt, es klappt. Super! Milky hat gewonnen! Schatz, du warst ein bisschen schneller. Milky hat auch 7 Jahre Sitz. Manny? Oh, machst du Sitz, Engel. Milka, oh, feine. Noch einen obendrauf. Manny? Ihr Süßen. Oh, fein. Ist okay, warte. Da. Komm, nimm alle, hast Geburtstag. Fein, ihr beiden. Habt ihr gut gemacht. War das ein tolles erstes Spiel? Ja? Gott, wenn euch nicht noch schlecht wird heute. So, das zweite Spiel wird hier drüben stattfinden. Im Teich. Und zwar ist das Äpfeltauchen. Yay! Geichelt schon. Kannst dich abkühlen. Warte, Schatz. Alle Mütter unter euch, ihr habt wahrscheinlich jetzt schon festgestellt, okay, das sind Kindergeburtstagsspiele. Genauso auch dieses Apfeltauchen, das habe ich ganz früher mal gemacht. Ich glaube aber fast, das ist für die beiden mega einfach. Ich würde mal sagen, ich mache auch einfach mit. Und wir stoppen die Zeit. Wie wäre es denn damit? Ist das eine gute Idee? Machen wir Dreier-Battle im Äpfeltauchen. Hm? Los geht's. Okay, Milka. Okay. Nimm's. Leute, ist das euer Herz? Ich dachte, das ist total einfach für euch. Ja, nimm's. Machen wir einfach, wer ihn als erstes rauscasht. Nimm's. Milka, wo ist der? Super, Toffi. Und aus nochmal. Runde 1 geht an Toffi. Ihr habt jetzt verstanden, wie es geht, Mädels. Milka, da, guck mal, ist ein Apfeli. Auf die Plätze, fertig, Milka, los! Milka, wo ist der? Ja, fein, ja, krieg ihn! Gut gemacht! Du hattest ihn! Komm, Milka, ja, fein, Spatzel! Lässt du ihr wieder den Vortritt aus? Okay, sie wechseln die Seiten. Milka, da. Auf die Plätze, fertig und los! Milka, nimm's! Milka ist nicht so ganz motiviert. Nicht in die See, nein, meine Seerose. Leute, das schwimmt schon ein Blatt drin rum, so sad. Ja, okay, der Punkt ging an Toffi. Milkas Motivation ist leider gone. Guck mal, Milka. Guck mal da. Nimm's. Milka. Vielleicht hat Milka auch einfach keinen Hunger mehr. Milka, okay. Und können wir mal kurz festhalten, wie süß sie das ist? Das gerade so richtig niedlich festgehalten. Okay, wäre eher unfair hier. Ja, süße. So, ich würde sagen, einen Apfel haben wir noch. Toffi, gehen wir ins Battle.
Toffi und ich betteln uns jetzt im Apfel tauchen. Warte, 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 warte. Okay, ich gebe auf. Der Teig schmeckt echt ekelhaft. Warte. Boah, das Wasser stinkt. Ich möchte das nicht machen. Kannst du ihn holen? Die beiden sind auf jeden Fall wirklich höchst motiviert, das letzte Spiel zu spielen. Milka? Oh Gott, die ist so... Oh, ich möchte eigentlich nur schlafen. Schatz, sollen wir Würstchenschnappen spielen? Das ist doch auch ein Kindergeburtstagsspiel, glaube ich eigentlich. Deswegen holen wir mal die Würstchen, mal schauen, wie schnell du dann wieder wach bist. Eine Würstchenkette! Na komm, Milka, spiel mit uns Würstchenschnappen! Wow, okay, wartet mal, wie gehen wir das am besten an? Ich würde sagen, wir machen das draußen. Da habt ihr einen besseren Grip auf dem Boden. Ich habe hier zwei Würstchen dran gemacht, damit ich die einfach loslassen kann. Und hopp! Süß, die macht das so vorsichtig. Und hopp, nimm's. Oh, sie hat das eigentlich. Nimm's. Toffi, nimm's. Hopp. Hoppa, Schatz. Seit wann so vorsichtig? Toffi, komm. Hopp. Gut. Ja, nimm's. Super. Jetzt habe ich's mal losgelassen. Fein. Direkt beide? Jawohl. Gutes Mädchen. Kannst was auf die Rippen bekommen, ein bisschen. Milky, bist du bereit? Milka möchte auch. Okay, Arm gerade. Nicht Männchen. Mit Männchen kommst du nicht weit. Und hopp. Milka, ich lasse es nicht fallen. Hopp. Oh Gott, Leute, süß. Milka, hopp. Milka, hopp. Ja, hoppi! Milka, da, hopp! Nee, hopp! Ja, fein! Hopp! Milka, hopp! Ja, schnapp's dir! Und alle hoppa! Och, Süße! Milka, hopp! Ach, komm mal ein Stück vor. Na, Toffeli, du nicht. Hopp! Okay, ich glaube, Milka ist bei diesem Spiel raus. Milka macht da. Komm mal vor! Toffel, du gehst mal an die Seite und sitz. Mach mal Sitz da drüben. Bleib. Gut. Milka, guck mal da. Na, und jetzt. Alle hopp. 10 years later. Nein, Spaß. Milka und alle hoppa. Nicht dir ins Gesicht springen. Okay, warte mal. Toffi ist mal kurz drin. Komm mal her, Milka. Ich glaube, sonst springt die nicht. Milka, komm. Milka, hoppa. Ob sie überhaupt springt, sei dahingestellt. Schatz, du bist einfach so lieb. I love you. Hopp, Milka, alle hopp. Milka, hopp. Milka, hopp. Milka, hoppi. Milka, hopp. Okay, Milka möchte. Milka springt nicht. Milka ist raus bei diesem Spiel. Und hopp. Okay, Toffi ist auf jeden Fall. Jumping Queen, hopp. Gut, okay, warte. Einmal für dich, bitteschön. So ist fein. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch weitere Partyspiele habt, gerne her damit. Wir freuen uns in den Kommentaren darüber. Am 29. August ist dann Toffis erster Geburtstag. Da können wir dann auch wieder ein cooles Geburtstagsvideo drehen. Und wir wünschen euch noch einen schönen Mittwoch. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.